In der Ukraine wird heute ein neues Parlament gewählt. Die um mehr als zwei Jahre vorgezogene Abstimmung soll die Lage im Land stabilisieren. Am Morgen öffneten die Wahllokale. Rund 36 Millionen Bürger sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Als Favorit gilt ein pro-westliches Parteienbündnis von Präsident Poroschenko. Die Separatisten im Osten des Landes verhindern die Abstimmung. Sie planen für November eine eigene Wahl.